Herzlich willkommen auf dem Weberhof. Bei dem letzten Video haben wir euch gezeigt, wie wir unsere Strohballen auflösen, damit wir ganz lockeres Material erhalten. Wie man jetzt hier schön sieht, haben wir jetzt das Stroh, was komplett locker ist. Da haben wir jetzt noch so eine Länge von 12 bis 15 cm. Nur wir wollen für unseren Betrieb 100% staubfreies Stroh und mehr saugfähigeres Stroh. Und deshalb haben wir dann nochmal einen maschinellen Arbeitsschritt vor uns. Und wenn dieser Arbeitsschritt dann erledigt ist, dann haben wir hier unser gemulchtes Stroh, was komplett staubfrei ist, sehr saugfähig ist. Und so wie man das jetzt hier sieht, wir füllen dann jeden Tag diese Laubsäcke, was wir hier haben, ab. Und somit haben wir in der Früh, wenn die Stahlarbeit beginnt, schon unsere Strohmenge für eine Box vorportioniert. Und wie gesagt, es ist komplett staubfrei, alles klein gehäckselt und dadurch viel saugfähiger. Unter diesem Eisendeckel befindet sich unsere Strohaufbereitungsanlage, wo wir dann unser Langstroh und das Stroh, was noch Staub enthält, können wir dann zu diesem kleinen feinen Material verarbeiten, was komplett staubfrei ist. So, dann schalten wir auch die Anlage schon mal ein. Da haben wir hier drüben unsere Steuerungseinheit, können wir alles von hier einschalten. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch ansprechen müssen, ist, dass wir während unserer maschinellen Strohaufbearbeitung effektive Mikroorganismen in das Stroh mit einsprühen. Somit ist unser Einstreu für die Pferde ganz leicht mit effektiven Mikroorganismen überzogen. Und dies wiederum fördert unser Stallklima im positiven Sinne. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns ein Like. Ansonsten findet ihr uns unter hippoterra.com oder unter Native Power. Und somit wünsche ich euch allen eine freudige Stallarbeit.